Ah, so, einen Tag verspätet. Ich wollte die ganzen Fragen noch stellen, zum Beispiel an Jorvid und so, habe ich ja in der letzten Folge erwähnt. Aber zuerst gucken wir uns mal die Körper an den Zwergen. Sieh dir an, den General. Ist sein Gesicht nicht überzart? Ja, genau. Dies Antlitz hier. Ich glaube, das soll Poesie sein, nehme ich mal stark an. Wir wollen uns auf jeden Fall Zwergenkörper angucken von der letzten Folge. Was mir gerade so einfällt, ich könnte ja mal Ignia als Standardspruch machen, das ist... Hallo? Achso. Ich habe gerade eh gehämmert wie so ein Behinderter und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil das ist ein Grund nicht. So, wir wollen uns Zwergenkörper angucken und vor allen Dingen jetzt danach wahrscheinlich noch mit Jorvid reden und wo laufe ich jetzt ja nicht gerade lang. Sieht ja wieder schon wieder so aus, fast so aus, als würde ich hier wieder irgendwo rauslaufen. Was haben wir hier noch Schönes? Na, vielleicht finde ich ja noch ein paar Apien bei der guten Gelegenheit. Oder vielleicht sogar gehärtetes Leder. Oh, davon ist das davon eine Jorvid? Ne, wahrscheinlich ja nicht, oder? Das sind diverse an. Uah, okay. Guckleklaft. Wer seid ihr denn? Jetzt knöpfst du dir also auch Menschen vor, Hexer. Das tue ich schon lange. Die Öffentlichkeit hat davon einfach keine Notiz genommen. Von Foltests Tod hat sie durchaus gehört. Du weißt, dass auf dich eine Belohnung ausgesetzt ist. Ja, ziemlich mickrig für das Risiko. Wir brauchen das Geld aber, Hexer. Waffen, Kontakte, Nahrung, alles kostet. Schick dich Jorvid? Der wird davon nie erfahren. Aha. Risiko kontrollieren! Versuch nicht, den lebendig zu verlieren! Wer seid ihr denn? Tork Buckner. Das ist ja nett von denen. Haftbefehl. Ja, das Geld war tatsächlich relativ... Oh, ein blauer Bergeschwert. Also das Geld, was sie dafür zahlen würden, war wirklich ziemlich lächerlich. So, wo ist denn hier? Ist wahrscheinlich der Haftbefehl, den ich schon hab, oder? Hier wird das ist ja Gerard von Riva, bla bla bla. Stimmt doch gar nicht. Das war ich gar nicht. Ach, das ist... Mann, dass ich mich mit diesem komischen Foltestmord auch immer noch auseinandersetzen muss. Auf ewige Zeit wahrscheinlich noch hier, das ist... Vor allem versuchen so ein paar lächerliche Möchtegerns hier was zu reißen. Ha! Die Zauber hier mal kurz weg. Ich muss schon sagen, das ganze Magie-Level hat jetzt doch ein bisschen was gebracht, also... Ich fühle mich jetzt doch ein bisschen mächtiger als sonst, also... Sechsmal Feuerball mit AOE-Zaubern scheint doch ein bisschen Schaden zu machen. Mann, ich renne hier mal an den Pilzen vorbei, ich möchte die doch alle mitnehmen. Denn das wieder so wie im letzten Witcher-Teil. Sag mal, wo laufe ich eigentlich gerade lang? Ich laufe gerade diesen lustigen Pfeiler um. Ich glaube, ich renne gerade einfach nur straight nach Norden? Schweren Herzens? Ist das nicht irgendeine andere Quest, die ich... Nö, Zwergenkatakombe. Ich laufe hier richtig, durch die Felder und alles. Na gut, dann mache ich das mal. Ja, schön sieht's ja auch so... Dafür, dass Witcher 3-4 Jahre alt ist, so sieht das Spiel immer noch wie geleckt aus. Hoffen wir einfach, dass Witcher 2 genauso aussieht, Witcher 3. Und dann halt ähnlich performant auf meinen Rechner läuft. Weil Witcher 2 läuft hier wie ein, das sieht wahnsinnig gut aus und läuft aber noch gut. Oh, wer seid ihr denn? Oh, Katwänische Saaten. Verdammt, die haben Bogenschützen. Oder? Schlimmer noch, die haben Ambusschützen, die mich noch instant treffen. Oh. Ist der Typ hinter mir gerade abgefackelt? Sehr gut. Oh fuck, Necker! Ich bin zu alt für sowas. Wow. Das waren ganz schön viele Necker. Also. Schwarzes katwinisches Schwert. Wie viel Gewicht habe ich noch, dass ich sowas noch mitnehmen kann? Noch ein bisschen Luft nach oben. Alter Schwede, also die Necker, bevor die sich da wieder ausbuddeln, brauche ich, glaube ich, noch ein paar Lebenspunkte. Bevor ich hier irgendwelche großartigen Aktionen... Oh, was haben die denn? Also, Necker-Trophäen? Ist eigentlich ganz gut, dass ich hier mal Necker finde, weil... Oh ne, das war, glaube ich, Nikrofa... Ach. Oh, eine Harpie. Eine Harpie? Alter, was ist denn hier in diesem Wald nicht in Ordnung? Wie Zeug hier rumrennt? Oder hat die Harpie sich gerade so eine Leiche hier gegriffen? Trotzdem, die katwenischen Soldaten da, die waren gerade ganz schön heftig. Das ist, so, also gerade so alles, was Fernkampf ist, kann mir ganz schön schnell in der Garaus machen. So, kommen die jetzt wieder hier raus, die Bande? Ah. Da vorne ist nochmal ein roter Punkt, der mich wahrscheinlich nochmal darauf hinweisen möchte, dass ich hier nicht gerade im freudigsten Gebiet bin. Mit welchem Schwert habe ich nicht gerade irgendwo? Das war so gerade sowieso das falsch, oder? Wenn ich jetzt Necker angreifen möchte, soll ich vielleicht wieder das Silberschwert rausholen. Kann ich hier vielleicht noch Neckerlöcher zuballern? Nee, was haben hier noch? Schildkraut. Ich habe sowieso keinen Auftrag, Necker auszulöschen. Insofern lasse ich das mal lieber. Und ich brauche die sowieso noch. Ich sollte davon gar nicht so viele töten. Die Necker-Zähne verkaufen sich ja nicht mal ganz gut mit Profit. Jetzt habe ich wieder volles Mana. Jetzt würde ich ja nicht gerne gegen die große Necker-Gruppe von eben kämpfen. Wo viel Feind da, viel eher. Was ist denn das da unten für ein lustiger Katakomben? Dann möchte ich da hin. Was sagt die Karte zu dem Thema? Die Karte zu dem Thema sagt tatsächlich, dass ich da hin möchte. Gut, dann gehen wir da nicht lang. Möchte ich mir erstmal woanders umschauen.
Interessant, was für ein doch komplett anderen Gebiet man hier einfach landet, wenn man ein paar 5 Meter läuft. Und was haben wir da vorne? Schönes. Heilung vielleicht? Nee, Schild. Was haben wir hier noch? Wolfsbahn. Ja, gut, Und hier vorne geht's dann wieder zurück, oder was? Ja. Ich guck hier nochmal kurz. Finde ich ja sehr schade, dass die Neckar jetzt gerade nicht da... Alter, das geht hier noch ewig weiter. Oder beziehungsweise eigentlich geht's hier nur einmal im Kreis. Ha. Aber schön lauschig sieht's hier aus. Hä? War das nicht gerade der gleiche Weg, den wir gerade hergekommen? Ach, egal. Ach, egal. Dann war es ja der gleiche Weg, den wir gerade hergekommen sind. Ist das, Ach, da hinten. Bin ich vorhin auch das? Nee, hier bin ich lang gekommen. Verwirrend hier. drei einfache Wege, zack. Donald ist verwirrt. Oder in diesem Fall Geralt. Ja. Dass er ertragen muss, dass ich ihn steuere. Na gut, scheinbar, wenn es hier keine weiteren Gefahren gibt. Was machen denn die katwierischen Soldaten hier? Mitten im Nichts. Also, die, ohne jegliche Verstärkung, war ja einfach nur ein Ambusschütz und drei Nahkämpfer. Das war jetzt nicht gerade so die größte Streitmacht. Oh. Ding. Oder hier ist. Ah. Was war das hier? Besseres sind Waffen? Oh, muss ich hier. Darf ich mich vielleicht durch Zombies durchschnitzeln? Boah, die Zwergenkatakomben sind jetzt schon deutlich anders, als ich es erwartet. Okay, da vorne kommen wir mit Art durch. Hint, 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 hint. Oh. Ach, schön. Ja, doch, das in den letzten paar Jahrhunderten hat sich ja mit der Physik-Engine hier ein bisschen was getan. Ja, scheiße. Wie ich einfach nur Erscheinungen hasse. Weil ich halt immer noch kein Stück defensiver geworden bin, technisch gesehen. Die machen mir immer noch genauso schnell den Chaos wie beim letzten Mal. Naja, doch, vielleicht ein bisschen, doch, eigentlich... Ich glaube, das wären immer noch drei Schlachten, die mich da auslöschen würden. Oder gehen für Konzentration? Ah, das kann ich mir gut verkaufen. Ja, wie viele Elementare dann, Erscheinungen... Oder, ach, das ist die erste... Das ist, glaube ich, die erste Erscheinung. Oder was liegt da hinten? Ich wollte mich gerade wundern, was das hier für kleine Leichen sind, aber das sind ja Zwerge. Aha. Leiche auswickeln? Eisenerz. Ja, das ist für Eisenerz, wenn ich hier gar nicht keine Leichenstellung beschreibe. Also, dass ich die jetzt die ganzen Leichen hier auspacke. Ich hoffe, das nimmt mir keiner übel. Oh, oh. Das war ja eigentlich klar, dass das nicht gerade positiv aufgenommen wird. Aua, wie hat der mich noch getroffen, die dumme Erscheinung? Ach. Es wird echt Zeit, dass ich diese blöde Kutte zusammenbaue. Dafür brauche ich mehr Geld. Für mehr Geld muss ich mehr Gräber plündern. Ah. Ich glaube, das rechtliche genietete Leder kriege ich auch einfach nur... Ich muss ja nicht das... Das Bessere brauche ich ja noch, aber das kriege ich ja eigentlich damit zusammen, indem ich einfach nur an Geld komme. Und dann bei der Händlerin halt immer wieder das gleiche Dings mache, aber trotzdem. Ja, nee, da lang. Nein, was denn jetzt? Ach. Verdammtes dynamisches Laden. Machen wir so. So, welches war davon das Fallenzeichen? Ich glaube, das war Irden, oder? Ja, war Irden. Kommt her, ihr komischen Viecher! Ihr lernt es wohl nie. Ho. Das hat gut funktioniert. Aua! Was? Erscheinung absorbiert den gesamten Schaden? Achso. Hä? Ja, wenn ich ein bisschen besser wäre am Kämpfen, wäre das hier auch alles einfacher und ich mich nicht immer so auf die Magie verlassen würde. Vor allem gerade, wenn ich so wegrenne, das ist mega gefährlich, wenn das mich einmal im Rücken trifft. Roller. Das ist hier die Erscheinung jetzt resettet. Ich regeneriere mich aber ganz schön schnell außerhalb des Kampfes. Okay, sie resettet einfach. Ha, Geralt erschaut Gegner ein. Schön. Ja, Geralt ist ja so ein Tier. Soll ich dann eigentlich auch nicht diese Leichen hier auseinandernehmen? Obwohl, anders ist von den Leichen hier, weiß wahrscheinlich schon seit längerer Zeit keiner mehr was. Aber wer hat denn eigentlich diese Leichen hier?
Ach. Vor allem, ich dachte, das sind Zwerge. Und nicht irgendwelche anderen Leute, über die Erscheinung sehen, wie so aus, wären das Menschen. Todesessenz, okay. Tuch, naja, gut, das hat sich jetzt ja nicht so gelohnt. Aber vielleicht hat ja einer der Leichen, die ich immer auspacken kann, mein gehabtes Leder bei. Na gut, Ratschen und Pechdraht ist jetzt auch nicht unbedingt. Körper untersuchen? Ach, kann ich das? Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Okay, also keine Weisheiten von Gira in der Stelle. Ach. Und noch mehr lustige Geister. Ach, das ist so eine einfache Erscheinung, so eine weiße. Die kann man ganz leicht umhauen. Ohne Probleme. Die sind kein Problem. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Ja, Matthias, stopp, okay. Nein, was tue ich? Ah, ich bin so doof. Meine guten Karteschen haue ich jetzt wieder raus. Weil ich zu doof zum Plündern bin. Nein, was mache ich denn hier? Ach. So wie noch von anderen Spielen immer so drin, R zu drücken zum Einsammeln. Von ESO, um genau zu sein, was ich vorhin gespielt habe. Ach. Zwei Karteschen rausgehauen für nichts. Zumindest lassen sich die Lumpengeister hier ohne großartige Probleme umhauen. Ich hoffe, da kommt bloß Schicksal? Wollt ihr mich rollen? Ist das das, was ich denke, was es ist? Nee, es ist einfach nur ein Schwert. Schicksal. Es ist ein legendäres Silberschwert. Es ist einfach besser als Ehrending, oder? Es ist deutlich besser als Ehrending. Na gut, dann nehmen wir es einfach mit. Gut, wir haben ein neues Silberschwert. Nennt sich Schicksal. Wird mir sicherlich ein paar Minuten lang gute Dienste leisten. Ich hoffe, niemand fragt nach. Na gut. Ich will auch immer gerne. Komme ich hier auch durch? Aber die Wand sieht hier irgendwie deutlich stabiler aus. Na gut. Ich kann also nicht jedes Grab plündern. Nicht hinter jeder Wand sind. Ob das mir die Zwerge so doll verzeihen würden. Ich sehe das ja nicht, dass die Zwerge mir das nicht. Dass die Zwerge mir das großartig verzeihen, dass ich hier irgendwie. Dass ich mir ihre ganze. So, und jetzt. Das ist jetzt wieder ein Ding. Ich bin zu alt für sowas. Ja, Geralt, was willst du machen? Ich kann eigentlich mal gleich. Aua! Das sind ja zwei! Oh. Ach du Scheiße, brandgefährlich! Oha! Oha, oha! Das wäre ja beinahe, nochmal gut gegangen. Okay, ich drück den anderen. Das ist gar nicht so offensichtlich hier, wo man hier so gut langlaufen kann, ohne gleich zu sterben. Ich quicksave erstmal. Man weiß ja nie. Viel Quicksaven ist wichtig, gerade für den Let's Player von Welt. Man möchte nicht ohne sterben. Ansonsten ist es außer, dass die hier irgendwie ein akutes Erscheinungsproblem haben. Die Zwerge in ihren Katakomben. Oder kommt das auch durch den komischen Todesflug, der hier überall rummarschiert? Dass hier so viele Erscheinungen rumrennen. Ja, zumindest die Erscheinung kann man ganz gut wegstaggern. Ohne großartige Probleme. Macht man sich zumindest nicht dran tot. Wenn die ja nicht tot machen. Geistertrophäen? Moment, was macht denn eine Geistertrophäe? Ist immer nur eine Trophäe. Na gut. Schaden. Achso, Schaden plus 6. Naja. Okay, gar nicht schlecht. Ja gut, ich finde meine Kairan-Trophäe mit den 50% mehr Lesepunkten irgendwie trotzdem besser. Die. Ach stimmt, die hatte ich beim letzten Mal noch nicht, wo ich gegen Geister gekämpft habe. Okay. Aufwertung für Rüstung? Ah, das nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie, was man noch gebrauchen kann. Eisenring. Ach, das Eisenerz würde ich gar nicht mitnehmen. Armer Zwerg, das habe ich ihn doch geplündert. Ich hätte doch jede einzelne Leiche auspacke. Oh. Das sind ja zum Glück überhaupt nicht viele. Das sind immer noch zum Glück überhaupt nicht viele. Ja, ich scheue mich davor zurückzukämpfen. Warum sollte ich auch? Ich habe doch Magie. Oh, der andere Geist ist auch noch weg. Schön. Oh. Ja, doch. Dadurch, dass ich jetzt Magie als Plan B habe,
Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Aber keiner hat Leder dabei. Da ich, dass ich jetzt Magie als Plan B habe, sind die Geister nicht mehr das Problem. Wo ich die noch fair alle besiegen musste, ihn. Was ist denn hier los? Was? Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Okay, mit den Leichen scheint das hier überall das gleiche zu sein. Alle fast vollständig verwest. Immer nur fast. Warum wir so eine lustige Wand? Wer steht denn hier? Warum ist das hier eigentlich so unfassbar unordentlich? Also ich weiß, sie haben Krieg und alles, aber gerade wenn man die Toten. Wenn man sich schon die Totenzeit nimmt, die Toten zu beerdigen, müsste man das doch eigentlich richtig machen, oder? So. 10 Minuten Erscheinung. Ja, der Leichnam sieht auch eigentlich relativ verwest aus, oder? Hey, Erscheinung 1 von 3. Jetzt erst? Davon habe ich schon so viel umgehauen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von meinem Erscheinungswissen. Davon sollte ich doch schon so viel gelernt haben von dem, über die Erscheinung. Na gut, das neue Fund Silberschwert ist gar nicht so schlecht. Es tut mir zwar auch wieder ein bisschen wie Eron-Ding als nächstes zu verkaufen, aber was ist zu machen? Bin ich jetzt bald mal wieder aus Kampf? Jetzt. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Na, Spawns. Nö. Oh, der sieht ein bisschen frischer aus als die anderen. Oh. Das ist ein Zwerg? Nee, das ist ein Mensch, oder? Die Leiche ist frisch. Die liegt hier noch nicht lange. Ich dachte, Zwerge sind das. Ich untersuche den Torso. Ja, erstmal die Kleidung mal gucken. Was hat er denn überhaupt da in der Hand? Die Kleidung ist an vielen Stellen zerrissen. Schwefelspuren. Achso, ich kann das eins am anderen arbeiten. Den Kopf. Der Kopf ist in einem besseren Zustand als der Rest des Körpers. Auffällig, oder? Die Augen? Tiefe Augenringe. Blutarmut. Ha, der Hals. Einige kleinere Bisse am Hals. Oh, ein Vampirproblem. Die Hände. Ja, was hat er denn da? Er hält noch ein paar lange Haare umklammert. Schulter? Die Unterarme sind sehr zerfetzt. Vermutlich hat er versucht, sich zu schützen. Da steckt doch was im Knochen. Ohne spezielle Gerätschaften kann ich das nicht untersuchen. Ach, Gerard, das ist jetzt nicht dein Ernst. Torso? Ich drehe den Körper um. Rücken zerkratzt. Der hat sich vor seinem Tod noch amüsiert. Was ist denn das für ein Buch? Das ist ja interessant. Das lesen wir doch gleich mal. Und dein Körper schrie vor Glück unter meiner Hand Geschick. Eindeutig aus der Feder von Meister Rittersporn. Aha. Ja, Wunden am Torso? Grässliche Fleischwunden. Da war jemand ziemlich wütend. Also die Bisse sehen mir sehr komisch aus. Na gut, Schlussfolgerung. Er war ein junger Mann wie die anderen. Es deutet alles auf einen Succubus hin. Sprich mir Rittersporn über den Gedichtbund. Ja, gut. Dann packe ich mal den Rest hier auch noch aus, wenn wir schon mal hier sind. Alter, ach, okay, der ist älter. Geralt, der Meister des im 90-Grad-Winkel-Zauberns. Hat leider keine. So. Minus 6. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Tja, schade. Anscheinend war das, glaube ich, der einzige überhaupt. Ich denke, es gab mehrere Opfer. Und nicht nur irgendwie so ein Opfer, das. Packst du jetzt nicht da. Warum liegt denn hier in so einer verstaubten Katakombe hinter irgendwelchen Wänden und. Unfassbar schlecht zu erreichen, die eine neue Leiche. Was mit dem Rest passiert? Du stinkst vielleicht. Ich denke, es gab mehr Opfer. Das Silberschwert. Das nimmt die Monster auseinander. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Ja gut, da werden wir wahrscheinlich keine Überraschung erwarten mehr. Ja gut, wer will ein Eisenerz haben? Also ich definitiv nicht. Hier am Tischstopp, den nehme ich noch gerne mit. Den kann man im schlimmsten Fall immer noch gut verkaufen. Ach. Aber hier ist bei jeder Leiche so eine 1-2 Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie... dass da eine Entscheidung rausfliegt. Da muss ich jedes Mal warten, dass ich das machen kann. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Na gut, Geralt, dann haben wir ja alles gesehen, was zu sehen war. Oder kommen wir hin, vielleicht ein paar Erscheinungen? Nö, wir haben alles. Na gut, wunderprächtig. Dann haben wir ja heute gute Leichenbeschau gemacht.
Achso, warte, ihr könnt ja doch so ein Dings hier noch mitnehmen, das kann man ja immer noch. Hä? War das nicht hier? Egal. Wir haben eine schöne Leichenbeschau gemacht und damit verabschiede ich mich auch für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Witcher 2 Assassins of Kings. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.